Frau Bär, ich habe wirklich beabsichtigt, die Zeit einzuhalten, aber ich muss das jetzt kommentieren und deswegen werde ich so 2-3 Minuten länger brauchen. Sie sollten sich unbedingt überlegen, ob Sie jemandem ein Interview geben, denn gerade so hermeneutisches Analysieren, da sucht man nach Informationen im Subtext und dann kam nachher sowas heraus, das habe ich nicht so gemeint, sondern das wurde so rekonstruiert aus meiner biografischen Erzählung und naja, man kann das so sehen. Ne? Man kann das so sehen. Ich habe mich anscheinend sehr lange, gerade weil ich nicht wusste, was ich eigentlich machen möchte, habe ich immer das gemacht, was ich nicht mochte. Ist auch eine Strategie. Hat offensichtlich nicht geschadet. Aber gut, kommen wir zum Thema. Ich habe den Vortrag betitelt, steht es da, ja, mit Integration funktioniert und deshalb wird es anstrengend. So, das ist ein interessanter Titel, denn damit ist garantiert, dass niemand ganz dagegen ist und niemand komplett dafür. Also entweder man sagt, Integration funktioniert und hat einen ziemlich positiven Blick auf die Geschichte oder man findet es anstrengend und jetzt steht beides in einem Titel und sogar in einem kausalen Zusammenhang. Das ist aber ernst gemeint. Das war jetzt nicht nur so, dass ich das so formuliert habe, damit es spannender wirkt, sondern tatsächlich sind zwei Teile, die unmittelbar zusammengehören und das versuche ich jetzt zu erläutern. Also der erste Teil, Integration funktioniert gut. Jetzt kann man sagen, das stimmt nicht, das machen ganz viele Kritiker und die machen das auch nicht so, dass die einfach nur lügen. So einfach ist es ja nicht, wenn es so einfach wäre, wäre es nicht so, so komplex, mit denen zu diskutieren. Vieles von dem, was die sagen, stimmt. Nur die Bewertung dessen, was die sagen, die hängt immer davon ab, womit man das vergleicht. Das weiß man, wenn man sich mit Wissenschaft im Allgemeinen auseinandersetzt. Um etwas zu bewerten, braucht man Vergleichshorizonte. Und typische in der Wissenschaft sind nicht Luftschlösser, nicht irgendwelche Idealvorstellungen, Vorstellungen von paradiesischen Zuständen, mit denen man dann die Realität vergleicht. Dann sind wir ganz oft frustriert, dann können wir alles schrecklich finden, sondern bestimmte Prinzipien. Ein Prinzip wäre ein historischer Vergleich, wie war es früher im Vergleich zu heute. Ein anderes Prinzip wäre ein internationaler Vergleich. Gibt es andere Länder, in denen etwas besser ist als bei uns? Und vielleicht auch einen spezifischen anderen Vergleichshorizont, zum Beispiel zwischen verschiedenen Regionen und so weiter. Wenn man das macht, wenn man einmal historisch guckt, waren die Wohnverhältnisse von Migranten 1970, 1980, 1990 besser als heute? Kann ja keiner ernsthaft glauben, dass man da sagen würde, ja, das war früher alles besser. War es so mit Bildungschancen, Bildungsteilhabe von Migrantenkindern? War das in den vergangenen Jahrzehnten besser als heute? Wer das meint, der hat keinen guten Überblick darüber, was so in den 70er und 80er Jahren mit Migrantenkindern passiert ist. Wie waren die Arbeitsverhältnisse, die Karrierechancen, die Möglichkeiten politischer Partizipation und selbst die Sprachkenntnisse? War irgendwas davon vor 20 oder 30 Jahren besser als heute? Nein. Das muss man erstmal festhalten. Historisch betrachtet entwickeln wir uns komplett in die richtige Richtung und seit dem Jahr 2000 in einer beschleunigten Art und Weise. Also die Kurve geht steil hoch. Man muss ehrlicherweise sagen, wir sind auch auf niedrigem Niveau gestartet, so in den 90er Jahren. Und seitdem geht es steil bergauf und zwar in allen möglichen Bereichen. Also historischer Vergleich ziemlich klar. Machen wir einen internationalen Vergleich, das kann ich jetzt leider nicht ausführen, aber dann kann man sagen, wir können uns nicht mehr an anderen Staaten orientieren. Wir haben schon viele Sachen übernommen, viele Dinge umgesetzt. Wir sind schon ein Einwanderungsland, wir sind sogar schon fast eine Einwanderungsgesellschaft. Wir haben viele Sachen implementiert und vieles mehr. Und deshalb kann man nicht mehr ohne weiteres sagen, in anderen Ländern läuft Grundsätzliches systematisch besser. Und deswegen übernehmen wir da irgendetwas und orientieren uns sehr stark an anderen Staaten. Also selbst im internationalen Vergleich ist da muss man wirklich sagen, läuft es hier erstmal tendenziell gut. Und wenn Sie dafür noch ein kleines Beispiel brauchen, Sie können ja mal überlegen, ob es bei uns schon mal den Umstand gegeben hat, dass aufgrund von irgendetwas, was mit Migration zu tun hat, ein Stadtteil wirklich nicht mehr von der Polizei unter Kontrolle zu bringen war. Das ist nämlich in allen Einwanderungsländern passiert, selbst in so einem Einwanderungsland wie Schweden. Das ist in Malmö passiert, in Stockholm passiert, in Großbritannien, in Frankreich passiert das jährlich, in Nordamerika passiert das. In Deutschland ist es noch nie passiert. Wenn sowas in Deutschland passiert, dann sind das Linksextreme, Rechtsextreme, Hooligans oder wer auch immer. Aber das sind ja so bestimmte Dinge, die man immer im Auge behalten muss. Das heißt alles nicht, was ich sage, dass wir zufrieden sind und die Hände in den Schoß stecken können, sondern es läuft tendenziell in die richtige Richtung. Der
letzte Vergleich, den ich noch einmal anführen möchte, ist so ein innerdeutscher Vergleich. Man kann sich nämlich fragen, haben die Städte Frankfurt, Stuttgart und München profitiert oder darunter gelitten, dass sie die Städte sind mit dem höchsten Anteil an Menschen mit Migrationshintergrund? Und hat Dresden beispielsweise davon profitiert, dass sie von Einwanderung bisher verschont geblieben sind? Solche Fragen kann man stellen und kommt zu dem Schluss, die Städte mit dem höchsten Ausländeranteil und mit den höchsten Anteilen an Menschen mit Migrationshintergrund sind die Städte, die sozusagen die wirtschaftlichen Zentren unserer Gesellschaft sind. Also so sehr scheint das nicht geschadet zu haben. Was es für Probleme gibt, über die wurde immer viel gesprochen, das mache ich jetzt hier nicht, aber die Probleme, die wir haben, die haben nicht damit zu tun, dass wir im Augenblick bestimmte grundsätzliche Fehler machen, was Integrationspolitik angeht, sondern das sind die Nachwehen von Fehlern, die in den 70er, 80er und selbst noch in den 90er Jahren passiert sind. Und ich denke dabei nicht nur an die sogenannten Gastarbeiter, sondern auch der Umgang der deutschen Gesellschaft und des deutschen Rechts ganz besonders mit den Kriegsflüchtlingen aus dem Libanon beispielsweise in den 80er Jahren. Heute haben wir bestimmte negative Effekte, die wir ganz klar erkennen. Die sind aber ursächlich in den 80er Jahren entstanden. Und das muss einmal klar sein, die 70er und 80er Jahre sind, was Einwanderungspolitik, Integrationspolitik angeht, dunkle Zeiten der deutschen, besonders Politik. So, es wird also grundsätzlich besser. Und warum wird das anstrengend? Integration habe ich jetzt einfach mal unterstellt. Ist definiert als Teilhabechancen, also eine Annäherung der Teilhabechancen von Minderheiten im Vergleich zu den Alteingesessenen. Viel spannender, als sich damit zu beschäftigen, ist sich damit zu beschäftigen, was eigentlich der Effekt von Integration ist. Was passiert eigentlich, wenn Integration gelungen ist? Meine These war ja gerade, Integration gelingt schon ganz gut. Und was passiert dann eigentlich? Das ist viel spannender, denn das ist grundsätzlich noch nicht reflektiert in der deutschen Politik. Weder in der deutschen Politik und schon gar nicht in der deutschen Gesellschaft. Denn wenn Integration gelingt, verändert sich die Gesellschaft und die verändert sich grundlegend. Das kann man jetzt an den Beispielen von gerade festmachen. München, Stuttgart, Frankfurt. Da haben wir heute schon den Zustand, dass die Neugeborenen in diesen Städten zu 2/3 bis zu 3/4 einen Migrationshintergrund haben. Die Neugeborenen in diesen Städten, das heißt die Mehrheit, Minderheit, diese Begriffe machen da schon in bestimmten Bereichen in der deutschen Gesellschaft gar keinen Sinn mehr. Und jetzt denken Sie 30 Jahre weiter, das ist ein Prozess, der in beschleunigter Weise vonstatten geht, die Gesellschaft ändert sich. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der noch viel wichtiger ist, gelungene Integration, das ist meine starke These, gelungene Integration führt zu neuem Konfliktpotenzial. Führt zu genau dem Gegenteil von Harmonie einer konfliktfreien Gesellschaft. Denn, nehmen wir mal ein Beispiel, was ist eigentlich passiert mit dem Kopftuchstreit? Was ist da eigentlich passiert, dass es zu dem Kopftuchstreit kommt? Erstmals scheint eine Frau mit Kopftuch Lehrerin geworden zu sein, das Referendariat gemacht zu haben, wie ich gehört habe, mit sehr guter Note, Deutsch und Geschichte als Fächer und will in einer Schule unterrichten, eine Schule, in der Frauen mit Kopftuch geputzt haben, Jahre und Jahrzehnte, das hat keinen gestört, als ein erfolgreicher Integrationsprozess, und das ist es doch zweifelsfrei, so ein Studium und Lehrerin werden, vonstatten gegangen ist, entsteht ein Gerichtsverfahren über 10 Jahre, über alle Instanzen, deutschlandweit wird darüber berichtet, Wahlkampf wird damit gemacht und vieles mehr. Das nur als ein Beispiel. Das heißt also, das Konfliktpotenzial steigt, das kann man auch bebildern. Bebildern und dann auch schauen, wie dann die Reaktionen von verschiedenen Seiten sind. Integration heißt nichts anderes, als dass, nachdem die erste Generation der Einwanderer kommt, die in der Regel in fast allen Gesellschaften der Welt, auch in den USA, nicht erfolgreich ist, die erste Generation. Die sitzen sozusagen am Boden, während die anderen am Tisch sitzen. Die zweite Generation, deren Kinder, setzt sich dann vermehrt an den Tisch, und die wollen ein Stück vom Kuchen. Man hat denen ja gesagt, setzt euch endlich an den Tisch. Und dann machen die das und wollen ein Stück vom Kuchen. Jetzt wird es ja nicht friedlicher, wenn jetzt mehr Leute am Tisch sitzen und ein Stück vom Kuchen wollen. Das leuchtet, glaube ich, ein. Und das Interessante ist, die dritte Generation will nicht mehr nur ein Stück vom Kuchen. Die wollen bestellen, die wollen entscheiden, was für ein Kuchen überhaupt auf den Tisch kommt. Das führt zu Konflikten, zu Ressourcenkonflikten. Ne? Mit dem Beispiel Interessenkonflikte. Alltagskonflikte.
die entstehen nicht durch Desintegration. Desintegration, das kann dann hier und da zu Kriminalität führen, zu solchen Prozessen, aber das sind Konfliktpotenziale, die dann dazu führen, dass ein Teil der Bevölkerung die Schnauze voll hat. Also ich zitiere, die Schnauze voll hat. Was wollen die denn noch? Dann wollen die noch einen Religionsunterricht, dann wollen die noch muttersprachlichen Unterricht und vieles mehr. Das ist genau ja nicht passiert, als die Menschen in den 70er, 80er und 90er Jahren gekommen sind, sondern das passiert vermehrt dann, wenn die Integration der Eingewanderten in die deutsche Gesellschaft immer besser passt. Dann äußern sich die Menschen, dann wollen die bestimmte eigene Bedürfnisse befriedigt sehen und so weiter. Und mir ist ganz wichtig, dass man nicht einen bestimmten Effekt verwechselt. Der Glaube, der auch leider von vielen Wissenschaftlern immer so suggeriert wird, dass Rassismus weniger wird oder Rechtsextremismus weniger wird, wenn wir mit der Integration voranschreiten. Das ist wirklich gefährlich, so zu denken. Erstens stimmt das einfach nicht und zweitens würde man damit rassistischem Denken, rassistischen Einstellungen, rassistischen Strukturen damit einen rationalen Grund geben. Man würde es legitimieren ja in gewisser Weise. Ich will ein paar Beispiele nennen, warum man eigentlich eher vom Gegenteil ausgehen kann. Nicht vom Gegenteil im Sinne von Rassismus wächst, nur weil Integration gelungen ist, aber man kann rassistische Einstellungen, die ohnehin existieren, besser mobilisieren, in eine Richtung lenken. Denn keiner wird ernsthaft eine rechtsextreme Partei wählen, wenn die Eingewanderten alle obdachlos sind, es denen eh schlecht geht und sogar schlechter als mir selbst. Das funktioniert nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie man in Deutschland auf die Idee kommt, denn der größte rassistische Exzess der Geschichte, der Holocaust, hat meines Wissens nicht stattgefunden, weil die Juden schlecht Deutsch sprachen, schlecht im Arbeitsmarkt integriert waren oder anderes, sondern das Gegenteil war der Fall. Ihnen wurde unterstellt, zu erfolgreich zu sein. Zu clever, zu hinterlistig und all diese Sachen. Und damit kann man mobilisieren, wenn eine Minderheit, die man am besten sichtbar machen kann, gefährlich ist. Und zwar gefährlich im Sinne von erfolgreich, im Sinne von, die sind in der Lage, obwohl sie nur 5% sind, ganz Europa zu islamisieren und Ähnlichem. Das heißt, und damit Sie nicht glauben, dass das typisch ist für Deutschland, was ist denn passiert, nachdem ein schwarzer US-amerikanischer Präsident geworden ist? Dann wurde es nicht harmonisch. Ich glaube, das haben Sie alle mitbekommen, es wurde nicht harmonisch. Es war auch so, als in den USA die Erstsemester-Einschreibungsstatistik herauskam und herauskam, dass an den Elite-Universitäten die Weißen, so wird es dort kategorisiert, die Weißen nicht mehr 50% sind, sondern unter 50%. Jetzt könnte man sagen, wenn es so wäre, Integration führt dazu, dass wir uns alle freuen und es besser drauf sind und so weiter, dann muss man erklären, warum danach die Tea Party erfolgreich wurde, warum die danach geworben haben mit Obamas Spruch, Change, nur dann eben anders gemeint, Change of Color. Und damit Angst gemacht haben, was passiert eigentlich, wenn diese Andersfarbigen hier das Ruder übernehmen. Und wir könnten viele andere Beispiele bringen. Die ganzen Einwanderungsländer in Europa, nachdem dort Integrationsprozesse gelungen sind, schwarze Menschen in der Politik erfolgreich waren, sichtbar wurden, kamen zunehmend rechtsextreme Parteien oder rechtspopulistische Parteien ins Parlament. Und sowas Ähnliches sehen wir jetzt auch, oder wir befürchten es zumindest. Das Gleiche können wir jetzt andersherum drehen. Das Konfliktpotenzial habe ich jetzt einmal aus der einen Seite beschrieben. Der gleiche Sachverhalt geht auch andersherum. Denn die Eingewanderten, besonders die in der zweiten und dritten Generation, gerade dann, wenn sie sich gut etabliert haben, meckern immer mehr, sage ich jetzt mal so salopp, sprechen über Diskriminierung. Also die eigentlich schon ganz erfolgreich sind, sind sehr sensibel für Ungleichbehandlung. Das heißt, nachdem Integration gelingt, reden wir mehr über Diskriminierung als in der Zeit, in der Diskriminierung ganz schlimm war, 70er, 80er Jahre und so weiter. Das ist übrigens ein normaler menschlicher Effekt in Gesellschaften, die schon sehr viel Sicherheit über Sozialpolitik generieren können. Reden wir die ganze Zeit über Unsicherheit, obwohl wir schon global gesehen sehr sichere Verhältnisse haben. In Gesellschaften, in denen die soziale Ungleichheit zwischen den Menschen relativ gering ist, reden wir ganz viel über soziale Ungleichheit. Und dort, wo die soziale Ungleichheit enorm groß ist, redet man sehr wenig darüber. Das heißt, wenn man sich auf den Weg begibt in eine richtige Richtung, redet man umso mehr über das noch verbliebene Restproblem. Das steigert auch das Konfliktpotenzial. Das heißt, man kann sich auf nichts verlassen, meine These als Wissenschaftler, was so öffentlich gesagt wird, weder was die mit Migrationshintergrund sagen, weil dann die haben oft den Eindruck, dass immer schlimmer wird mit Rassismus, Diskriminierung und so weiter, noch was
so allgemein im Diskurs rumschwimmt, weil gerade von denjenigen, die sich öffentlich sehr stark zu Wort melden, ist der Vergleichshorizont, den ich eingangs genannt hatte, immer eine eigene Idealvorstellung, die auch nicht transparent gemacht wird. Deswegen ist es auch so schwer zu diskutieren mit Leuten, die da das alles so negativ zeichnen. Und jetzt ist ein Satz ganz wichtig. Ich spreche die ganze Zeit von Konflikten. Jetzt könnte man glauben, der Mann kommt vom internationalen Sarrazin-Konfliktforschungsinstitut oder so. Das tue ich nicht. Konflikte sind wunderbar. Konflikte sind sozusagen der Motor einer Gesellschaft. Denn für einen Soziologen ist konstruktive Konfliktbewältigung ein Synonym für sozialen Fortschritt, für Innovation. Das ist, glaube ich, einmal ganz klar, wir sehen, dass die erfolgreichsten Gesellschaften der Welt Einwanderungsgesellschaften sind. Einzige Ausnahme ist Japan. Darüber könnte ich jetzt lange sprechen, was die für Krisen haben dadurch. Aber wir sehen ganz wunderbar, welche Vorteile, welche Dynamik Einwanderungsgesellschaften haben in Bayern im Augenblick. Denn Sie haben wahrscheinlich so wie ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, dass Horst Seehofer selbsternannter Anführer der Frauenbewegung ist, sich für homosexuellen Rechte einsetzt und vieles mehr. Ich habe viele Kollegen von mir. Viele Kollegen von mir sehen das kritisch. Ich sage nur, das kann man kritisch sehen oder nicht, das ist jedem selbst überlassen, aber das ist ein ganz typischer Effekt. Ein ganz typischer Effekt ist, Feuer rein in eine Gesellschaft, Energie, ne, es passiert was. Und jetzt muss man genau überlegen, was ist das, was ich weiter konservieren möchte und was ist das, was man ruhig über Bord werfen kann. Ne? Und da ist er schneller als sein eigenes Parteiprogramm offenbar, aber in jedem Fall gibt es da Bewegung. Und das ist ganz typisch, das ist keine Ausnahme, das ist ja auch nicht zu verurteilen. Ich freue mich darüber, ich finde das klasse. Und ja, und wem sage ich das? Also ich brauche Ihnen nicht sagen, dass Konflikte einen nach vorne bringen. Wir haben also, um das zusammenzufassen, ja, manche, es ist natürlich anstrengend, das steht ja auch drin. Ne? Um das abzuschließen und zusammenzufassen, ich habe gerade, glaube ich, dargestellt, wir haben gute Rahmenbedingungen, aber jetzt kommen natürlich Herausforderungen. Man muss sich darüber Gedanken machen, wie ist die Verteilung der Flüchtlinge jetzt beispielsweise. Da habe ich mich schon häufig zu Wort gemeldet, denn in ländlichen Regionen, in die wir sie jetzt verteilen müssen, es geht nicht mehr anders, sind die Rahmenbedingungen schlecht. Da fehlt es an Dolmetschern, die Schulen haben überhaupt keine Erfahrung damit. Vorher schon haben wir erkennen können, dass die Bildungschancen von Flüchtlingskindern in ländlichen Gebieten nicht so günstig sind und vieles mehr, was die Unterbringung angeht, die Beschulung. Und in jedem Fall sehen wir, und das ist eine wichtige innenpolitische Herausforderung, dass unsere Gesellschaft sich weltweit gezeigt hat als eine unter dem Titel Willkommenskultur. Und viel Ehrenamt, das ist die eine Seite. Die andere Seite ist so viele rechtsextreme Anschläge wie noch nie. Man kann das auch ruhig rechtsextremen Terrorismus nennen, finde ich. Und zwischen diesen beiden Polen, und damit habe ich die Überleitung schon gebracht, ist die fragile Mitte, über die Andreas Zick, glaube ich, jetzt gleich erzählen wird. In jedem Fall, wir sind unfassbar beliebt, daran muss man sich gewöhnen, das liegt nicht an Hartz IV. Verantwortungsvoller als die deutsche Außenpolitik ist im Augenblick auf dieses Thema bezogen kein anderes Land. Kompetenter als wir scheint auch niemand zu sein. Ich glaube nicht, dass andere Verwaltungen auf der Welt das besser hinbekommen hätten und andere Systeme. Und wenn man das alles zusammennimmt, das Anstrengendste überhaupt ist nicht das mit der Integration, sondern dass wir uns nicht mehr vor irgendwem anders stärken auf der Welt, an irgendwem anders starken orientieren können, sondern an erster Front stehen und deswegen unheimlich viel Verantwortung tragen. Das einzige Land bisher, in dem es keinen Rechtsruck gegeben hat und wir hoffen, dass das so bleibt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wie der Tag heute weitergeht. Danke.